Oxygen First Breath kommt raus oder wir schauen mal rein und es ist schon draußen und wir gucken mal, was da so geht im Game. Das Ganze hat ein bisschen was mit Aufbau und Management von so einer kleinen Base zu tun. Ich habe alles verstanden, wahrscheinlich aber auch nicht. Wir gehen einfach mal blind rein in ein neues Spiel. Beziehungsweise, ich habe ein bisschen die Tutorial-Dinger schon angeschaut. So gänzlich blind ist es nicht. Aber wir starten einfach mal das Ganze. Ich habe dieses hier noch nicht gemacht. Deswegen bin ich gerade auch ein bisschen überrascht, was da geht. Was man hier schon sieht, so Spalten reißen auf. Das heißt, wir haben hier quasi ein Endzeit-Szenario, wo Sauerstoff fehlt in der Welt. Und wir haben kleine Sauerstoffgeneratoren in der Nähe. Dessen können wir uns halt gut aufhalten mit unserem Volk, unserem Stamm sozusagen. Und müssen versuchen, Ressourcen in der Nähe auszubeuten und das Ganze halt aufzubauen. Also, ich lasse erstmal alles so, wie es hier ist. Dann machen wir das Ganze. Hier ist die On-Fire-Base. Und dann gehen wir da einfach mal rein. Denn wir haben jede Menge, ja, Fire-Szenarien um uns herum. So, das... Alter, das ist wieder laut. Games! Alter, kannst du nicht ausdenken. Optionen. Audio. Gesamtlautstärke machen wir erstmal auf so. Musiklautstärke machen wir noch weniger. Effektlautstärke, ja, ist ja dann wurscht. So, jetzt können wir uns vielleicht nochmal... Alter, Games, ne? Immer noch laut genug. Kannst du nicht ausdenken, ey. Kannst du nicht ausdenken. So. Genau, es gibt diese Risse, die irgendwann mal explodieren. Die können auch random auftreten. Das macht das Ganze schon mal ein bisschen tricky. Wir können hier versuchen, den Wald wieder zu reaktivieren, zu begießen und so Sachen. Und haben hier überall verschiedene Quellen. Plünderer können wir dann halt einsetzen und so weiter. Ich muss gestehen, die Tutorials sind jetzt schon ein paar Tage her. Und wir brauchen, glaube ich, als erstes Häuser. Wir brauchen Nahrung, wir brauchen Wasser. Wir brauchen erstmal die Basics. Heißt also, wir gehen mal hier ins Bauen rein. Ich gucke mal gerade nicht nach Wohnraum, sondern als erstes unter Nahrung. Eine Kantine, die können wir gleich machen. Erstmal eine Angelstelle. Und die hat man im Tutorial auch hier. Und kann man dann hier so platzieren. Zack. Und die Leute rennen, glaube ich, automatisch hin. Das heißt, wir haben hier so ein Lager. Die holen sich alles, was sie brauchen, aus dem Lager. Wir haben sogar hier noch, ich sehe, 20 Fische und so sind drin. Und dann lübt das Ganze. Ich stelle das Ganze mal ein bisschen auf schneller. Dann lübt das hier auch richtig. Dann brauchen wir gleich die Kantine. Die können wir jetzt stellen, wo wir wollen. Ich würde sagen, wir stellen die direkt in der Nähe. Mit R kann man drehen. Und wir stellen das einfach mal direkt hier nebenan. Bam. Jetzt gehen die Nächsten. So, dann können die ihre Nahrung holen. Jetzt gucken wir mal. Im Wohnraum nehmen wir uns gleich auch an. Ressourcen. Was haben wir hier? Gebäude, ein Lager haben wir. Wasseraufbereiter. Ja, super wichtig. Machen wir direkt daneben. Zack, läuft. Wasseraufbereiter. Was haben wir noch? Was können wir noch? Das ist ja wichtig. U-Boot-Anlegestelle. Das soll so eine Art Versorgungsstelle sein. Technologie-Forschungszentrum. Habe ich beim letzten Mal nicht gebaut, sollte ich vielleicht machen. Ein Labor für Forschung und Entwicklung mit allen Ausgerüsteten, mit allem ausgerüstet, um Gebäude, Technologien und Verbesserung zu entwickeln. Neuer Auftrag, siehst du, das ist schön. Lass uns einen Spalt mit einem Gasextraktor Elektrizität erzeugen. Was? Lasst uns aus einem Spalt mit Hilfe eines Gasextraktors. Den habe ich doch noch gar nicht, Alter. Gasextraktor. Jetzt kann ich den nicht zur Seite schieben. Ressourcen.
Großes Lager, Wasseraufbereitung, Wasserquelle, Kohle, Metall, Steinbruch, Nahrung, Wohnraum. Das ist bestimmt dahinter. Ich habe doch gar keinen Gasextraktor, Alden. Wie viel Zeit habe ich, wenn ich das akzeptiere? Ich mach mal ja. Technologie, Windturbine, Gasextraktor. Spezial 15. Okay, Forschungszentrum. Kommt direkt hier neben. Ich drehe das mal irgendwie so, oder? Nee, ich lasse das so. Nee, so. Forschungszentrum. Schön am Malochen alle, perfekt. Ich habe noch keine Häuser, ne? Die stehen alle komplett im toxischen Regen hier. Aber sie haben ja alle ihre Hübis hier an, ihre Spezialanzüge. Mit den Sauerstoffkanistern hinten ran. Neuer Spalt ausgelöst, da hinten gerade das Ding. Oh, 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 oh. Wurde krank. Sauerstoffmangel. Was? Sauerstoff. Wieso haben die Sauerstoffmangel? Krank. Stopp. Geht doch alle hier rein. 1, 2, 3. 1, 2. Hier noch einer rein? Nee, wir haben alle. Nur die Kinder werden jetzt krank. Sauerstoffmangel. Ach du Schande. Wieso haben die Sauerstoffmangel? Die sterben mir bald alle weg. Ich sehe das schon kommen. Warte mal ab. Die sterben mir alle weg. Forschung läuft. Was läuft denn in der Forschung? Was forsche ich denn? Wo kann ich denn die Forschung machen? Die werden alle krank. Alle krank. Gestorben! Nein! Alter! Ich sehe jetzt schon wieder. Da werden jetzt die nächste Runde schon wieder. Gestorben! Ach, ist doch Mist. Ist doch räudig. Wir haben nur noch 10 Leute. 9. Das ist die normale Schwierigkeit. Normaler Schwierigkeitsmodus. Ei. Gestorben. 8 Leute. 7. 6. Doch nicht. Rein hier. Alle rein. Alle raus da. Alle da rein. Heilen lassen. Reparieren. Ei. So, hat sich erholt. Jetzt bereit für die Arbeit. Sehr gut. Wasserversorgung bitte. Zack. Hat sich wahrscheinlich auch erholt. Alles klar. Und in die Lebensmittelproduktion. Jetzt haben wir natürlich ein ganz überschaubares Trüppchen hier. Neuer Auftrag. Let's build a submarine dock so that new people can join us by using it. Ja. Also noch eins werde ich nicht bauen. Akzeptiert. Fertig. Hier ist es schon. Und hier kommt. U-Boot kommt in 0,4 Tagen. 2 Leute werden sich dir anschließen. Yay! Ah, frisches Blut im eigenen Camp. Das ist wahrscheinlich nicht so schlecht. Okay. Also, Gasextraktor ist nur noch der hier. Für 2 Tage. Ist natürlich schade. So, bauen, Leute. Aber ASAP. Und Gas. Aufhören mit der Forschung, aufhören mit der Essensverteilung, aufhören mit Wasserproduktion, aufhören mit Lebensmittelproduktion und aufhören, nee, Patienten müssen wir noch weiter versorgen. Sofort das Gasding da hinten bauen. Go. Jawohl, alle rennen hin. Rennen durchs Feuer, kein Problem. Perfekt. Jetzt geben sie aber Gas.
Jetzt geht's auch um die Wurst, Alten. So. Wir produzieren Energy. 20, wir haben immer noch Minus, Alter. Hält 20,8 Tage. Produziert 3 Energie. Wait. Was haben wir jetzt hier? Trotzdem nicht. Okay, hier rein. Wasser produzieren. Hier rein. Essen produzieren. Hier rein. Essen verteilen. Hier rein. Weiter forschen. Hier rein. Ein Arzt weniger. So. Wir brauchen wahrscheinlich bald Ressourcen wieder. Knappes Ding. Aber ich denke, dass das the way to go ist. Wir kommen nicht auf den grünen Zweig bisher, ey. Das heißt, wir müssen hier jemanden reinstecken nochmal für Kohle. Die bauen hier gerade nicht weiter. Warum? Weiter bauen. Ah, es fehlt Metall. Metall abernten. 2 Leute für Metalle. Okay. Ohoho, das sieht ja schon alles wild aus. Ich sag mal, vom gesamten Setting her, ist es nicht so wunderschön gemacht. Es ist alles sehr, sehr praktisch irgendwie auch platziert. Es ist halt jetzt nicht wirklich aufwendig im gesamten Design. Aber vom Game und von dem Tun und Lassen und von einem Schwierigkeitsgrad ist es jetzt ja schon echt tricky. Und man muss sich da doch so ein bisschen zusammenreißen, dass das auch lübt. Und ich bin mir noch lange nicht sicher, dass das überhaupt lübt. Mehr Energy kriegen wir gerade nicht. Das heißt, wir lassen das so, wie es ist. Die Leute sind hier schön am Kohle extrahieren. Wir kriegen einigermaßen Nahrungsmittel. Das passt. Da sind wir gerade on point. Und wir brauchen aber noch mehr Wasser. Das heißt, ein Dude muss hier noch ans Wasser schippen. Und der Rest ist sowieso aktiv. Sehr, sehr cool. Die rennen eben hier dran vorbei, huldigen mal eben den gelben Stern. Bing! Sehr schön. Dann hauen die zwischendurch noch unten auf den Daumen, auf den Like-Button. Dann haben die den Kanal sogar noch schon abonniert. Einfach hier mit dem Stern. Das ist so krass. Und dann kommen die beim nächsten Video auch noch wieder. Das sind einfach die allercoolsten. Krass. Also, Schicht mit diesem Part. Beim nächsten Mal geht's hier weiter. Und ich bin übelst gespannt, ob wir hier nochmal die Kurve kriegen oder ob wir dann doch nochmal ein drittes Mal anfangen müssen. Bis zum nächsten Mal.